Ein Auftakt nach Maß für die beiden deutschen Teams bei der Europameisterschaftsqualifikation U18 weiblich und U19 männlich in Frankfurt am Main. Zweimal hieß der Gegner Israel und zweimal gab es einen 3:0-Sieg. Ein Ergebnis, das sich in den beiden Spielen in seiner Deutlichkeit doch unterschied. Die Frauen von Trainer Jens Tietbüll starteten gewaltig in ihre Partie mit 25:2. Sie haben richtig gehört, 25:2 deklassierten sie die israelischen Gäste, die im ersten Satz keine Annahme auf die Beine stellen konnten und ihre zwei Punkte auch noch durch zwei deutsche Eigenfehler zustande brachte. Auch in den beiden Folgesätzen keine Schwierigkeit für die deutsche Equipe, die gegen Israel gerade einmal 22 Gegenpunkte in der gesamten Abrechnung zuließ. Nach nicht einmal einer Stunde hieß es 25:2, 25:11 und 25:9 in der Endabrechnung. Hanna Ortmann, die Topscorerin mit 15 Punkten. Pia Leveling ragte mit 9 Assen heraus. Übrigens, das gesamte deutsche Team kam auf 20 Asse. Matosz Kalny mit seinen U19-Jungs, der musste sich schon mehr mühen, um den 3:0-Sieg einzufahren. Deutschland zwar in allen Sätzen zur ersten technischen Auszeit vorne, Israel dann häufig zur Satzmitte mit druckvolleren Phasen. Letztendlich machte dann das letzte Satzdrittel in allen drei Sätzen den Unterschied. 25:19, 25:15, 25:17 die Bilanz, bei der Johannes Tille mit 5 Assen heraussticht. Ebenso die drei Topscorer Auste mit 10 Punkten, Bogatschew mit 11 und Rauber mit 13. Letztendlich Deutschland in allen Spielelementen besser, deutlich stabiler in der Annahme, aber auch im Blockangriffsspiel zeigte die Statistik bessere Werte für die deutsche Auswahl. Morgen geht es dann für die deutschen Männer gegen Norwegen. Alle Informationen zum Turnier wie gewohnt auf euro2015.volleyball-online.com.